Yo Leute, am Start, der TwinsCube mit dem Monolith-Update und heute soll es erstmal darum gehen, was neu ist, beziehungsweise werden wir uns hauptsächlich auf die Decks spezialisieren und ich werde euch einfach mal erklären, wie das Ganze jetzt funktioniert. Im nächsten Gameplay direkt auf Monolith werden wir auch die ganzen Änderungen und Updates durchgehen, also seid gespannt und bleibt dran, wenn ihr dahingehend nichts verpassen wollt. Ihr seht schon, Twin Blast Deck ist am Start, der ist ja komplett überarbeitet worden. Eigentlich wie jeder andere Held, auch im Monolith-Update, doch gerade Twin Blast, an dem wurde richtig, richtig rumgeschraubt. Wenn ihr hier auf Überblick geht, seht ihr auch schon, was kommt. Bronze, Silber, Gold und Diamantkisten, wo verschiedene Belohnungen drin sind. Vielleicht sind das in Zukunft Skins, Bonus-EP, Rufstärkung und Co., weil Kartenpackungen sind eben auch noch einzeln zu haben. Und da schauen wir einfach mal, was uns da erwartet. Doch wir gehen jetzt erstmal auf Twin Blast und ich werde euch erstmal das ganze Ding erklären. Es gibt kein Energie- und keinen physischen Schaden mehr. Der physische Schaden wurde jetzt in Standard, in Standardschaden umgewandelt und ist jetzt die Macht. Also wenn ihr da Macht lest, ist das Angriff, der vorher der physische Schaden war. Bei Energie ist das Ganze in Fähigkeitsschaden umgewandelt worden. Und wir machen jetzt einfach mal ein Twin Blast Deck. Und zwar habe ich hier den Kriegsherr genommen und so, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man jetzt hier auch den Erzmagier nehmen, denn jetzt gibt das alles Macht und es wird sich eben, diese Karten werden aktiviert, wenn man die Hauptkugel hat, also den Orb, und hier ist es eben so, dass euer Schaden gegenüber anderen Helden dramatisch steigt und eben die Untertanen sehr viel mehr Damage machen. Beim Erzmagier machen die Untertanen mehr Damage bei Gebäuden, also ergo Türme und Inhibitoren. So, zu weiteren Infos diesbezüglich komme ich allerdings später, weil bei den Türmen und so hat sich was geändert. Auch mit dem Reisemodus ist was Neues dazugekommen, dazu aber mehr im Gameplay. Ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen und habe natürlich für den Angriff den Angriffstoken genommen und den Heiltrank. Es wird übrigens auch so sein, dass man nicht mehr in Dreier-Schritten geht, sondern in Einer-Schritten. Also davor habt ihr ja zum Beispiel als Jungler oder als Laner, ja, gejungelt, beziehungsweise auf der Lane die Minions weggeschossen und nach einer Weile habt ihr 3 Kartenpunkte bekommen oder 3 Kartenmacht. Das ist diesmal nicht so, ihr geht in Einser-Schritten nach vorne. Zumindest habe ich das so rausgelesen, das werden wir nachher im Gameplay gleich sehen. Mal schauen, ob das so richtig ist. Auf jeden Fall, ja, kann man da neue Taktiken anpassen, je nachdem, wie schnell man diese Punkte bekommt. Es wurde ja alles neu ausbalanciert und dahingehend müssen wir mal schauen. So, ich habe mit dem guten Twin Blast, es wurde ja einiges geändert. Hier zum Beispiel hat man jetzt, wie gesagt, die Macht. Karten, hier habe ich gleich mal einen Fehler reingebaut, hier ist nämlich 3x größeres Zaubern drin, das ist natürlich Quatsch, sondern hier natürlich 3x der größere Angriff, muss mich da auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Im Verpuffungskolben kriegt man keinen Schaden mehr, der ist nur noch der voll aufgewertete Bonus, hauptsächlich ist das jetzt hier alles nur noch Angriffsspeed, was ihr natürlich auch braucht, also habe ich einmal Rotaugen-Nitro mit der größeren Wunde, wie ihr hier seht, dem Verpuffungskolben mit nur Speed und den Warnstein mit dem 3x größeren Angriff. Hier haben wir noch Amulett, da gehen wir 2x auf Leben und 1x auf das normale Zaubern. Im Berserkerhieb 2x auf Speed und 1x auf den größeren Angriff. Wahlweise könnt ihr hier auch eine Kinetik rausnehmen und nochmal einen Schaden reinhauen. Der Brunnenstachel für etwas Mana und 1x den kleineren Angriff, dass wir den Punkt, den wir hier zu viel haben, dort wieder ausgleichen. So, weiter war ich noch nicht und jetzt schauen wir einfach mal, was eigentlich für Twin Blast noch wichtig ist. Denn Uplink-Zeit-Karten gibt es so gesehen nicht mehr. Die wurden komplett aus dem Spiel entfernt, genauso wie großartige Rüstungskarten. Ich meine, die gibt es jetzt zwar noch, aber ihr seht selber, Fähigkeitsrüstung, physische Rüstung und Co. gibt es nicht mehr. Das ist jetzt die Fähigkeitsrüstung, beziehungsweise glaube ich das andere, weiß gar nicht, wie das dann heißt. Heißt das dann Machtrüstung? Dazu müsste ich jetzt natürlich die sehen, die vorher für den physischen Schutz verantwortlich war. Doch solch eine Karte sehe ich hier gerade gar nicht. Ich sehe hier nur Fähigkeitsschutz. Eine Schutzkarte für Macht. Hier. Standardrüstung, genau. Und ihr seht schon, dass die stark abgenommen hat, denn alle Karten wurden deutlichst angepasst. Und natürlich durch das neue Ausbalancierte. Müsst ihr jetzt keine Angst haben, oh mein Gott. Seht euch mal an, hier davor waren es hier, sage ich mal, 15 Macht. Jetzt sind es nur auf 6. Beziehungsweise davor 15 oder 13 physischen Schaden waren es ja meistens. Jetzt ist es nur auf 6 durch das neue Ausbalancierte. Und dadurch, dass die Karte viel, viel kleiner ist, kann man davon ausgehen, dass Paragon sich da gut selbst, sage ich mal, vereint hat.
da das Ganze dann auch sehr, sehr viel besser so funktionieren wird. Da es ja auch weniger Mana gibt, weniger Leben, weniger Rüstung. Das reflektiert den geringeren Schaden, in Anführungszeichen, dadurch diese Ausbalanciertheit des Spiels selbst sich nicht viel ändern wird, sondern die Spiele werden hoffentlich schneller absolviert werden und Taktik spielt eine ganz große Rolle. Doch wie gesagt, es gibt Nebelwände mit allem drum und dran, das erkläre ich alles im Gameplay selbst. So, hier zum Beispiel wäre noch eine geile Karte, auf jeden Fall der Einschlaghammer. Und der Einschlaghammer ist immer so eine Karte, der ist geil geblieben. 12 Macht, 4 kritische Trefferrate. Muss man reinnehmen, wir achten jetzt mal darauf, dass wir genau 10 Kartenpunkte vergeben. Dann nehmen wir einmal den größeren Angriff, einmal den Zweierangriff. Ja, da war auch schon wieder der falsche, das ist nämlich Zaubern, das steht ja bei Twinblast mit drin. Und der normale Angriff sowie einmal normale kritische Wunde. Jetzt hätten wir noch 9 Punkte, so. Ich bin immer vor, ja. Oh, geil, Mikrosprengkopf ist jetzt Macht. Das ist richtig gut, der war ja davor meistens nur für Murdoch oder hauptsächlich nur für Murdoch durch den Energieschaden, den er gemacht hat. Jetzt ist es tatsächlich für Twinblast. Das ist ja unglaublich geil. Und da machen wir dasselbe Spiel einfach nochmal. Weil der Boni ja genau derselbe ist eigentlich wie beim Einschlaghammer. Jetzt habe ich ja eigentlich zwei Karten, die fast identisch sind. Was haben die denn für Boni? Hier 6 Macht Boni. Und beim Einschlaghammer ist wahrscheinlich kritische Wunde 4%. Das ist natürlich wunderbar. Ich habe natürlich mit Amulett des alten Magiers hier Leben drin. Und das ist eigentlich ziemlich wichtig, weil Schutz bringt einem nicht so viel. Darum werde ich keine Schutzkarte reinnehmen, sondern hier nochmal Klinge der Härte. Oder was haben wir noch? Klinge der Härte ist ganz lustig. Ja, komm, wir nehmen Klinge der Härte, da bekommen wir nochmal 12 Macht als aufgewerteten Boni. Darum gehen wir denn hier mal mehr auf Leben. Und zwar nehmen wir hier Zweierleben, nochmal ein Zweierleben und ein Dreierangriff. Ihr könnt natürlich auch ein Dreierleben, ein Zweierleben und ein Zweierangriff machen. Ich mache es jetzt erstmal so. Jetzt haben wir noch einen Kartenpunkt frei. Wir wären ja schön blöd, wenn wir den nicht mitnehmen würden. Und was nehmen wir da am besten mit rein? Das bringt man alles nicht so viel. Der Schubsaft ist jetzt auch nicht so geil. Kommt noch ein Lebenstoken, der kann dann am Anfang vielleicht so ein bisschen das Leben retten. Das war jetzt erstmal der Deckguide. Ihr wisst jetzt ungefähr, wie es funktioniert. Das wäre jetzt hier für Twinblast. Wenn ihr jetzt nochmal ein Beispiel haben wollt, zum Beispiel jetzt hier bei Energieschaden, dann nehmen wir jetzt hier mal die gute Fey. Die war ja, oder hier, die, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Energieschaden hatte. Oder gucken wir jetzt einfach mal, wie das bei der guten aussieht. Hier nehmen wir den Erzmagier mal mit rein. So, und jetzt schauen wir mal, wie das bei der guten Dame aussieht. Hier heißt es auch Macht tatsächlich bei den Zaubertokens. Allerdings insgesamt war das mit Fähigkeitsstärke nochmal neu ausbalanciert. Das ist eben, muss man sich eben ein bisschen dran gewöhnen. Ist ja auch die Fähigkeitsrüstung selbst an sich. Oder ist die gute Dame hier tatsächlich physisch gewesen? Das löschen wir mal ganz kurz wieder. Wir gehen auf neu. Iggy zum Beispiel, der hat ja auf jeden Fall Energie. Wo haben wir denn den Iggy? Da haben wir den Iggy. Gehen wir da mal drauf. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe das alles richtig verstanden. Denn hier ist auch mit Macht mit allem drum und dran. Also die Macht insgesamt. Das ist aber eigentlich doof gemacht, oder? Das ist doch richtig, richtig doof gemacht eigentlich. Da ich jetzt ja kaum noch unterscheiden kann, wer hat denn jetzt was? Also entweder muss ich es von vornherein wissen, denn hier ist ja alles mit Macht fungiert. Es gibt also nichts mehr. Gut, saugerle Sensemanns, die Namen haben sich noch geändert. Aber es ist alles mit Macht durchstrukturiert und die Fähigkeitsstärke, die geht dann wahrscheinlich bei den Castern zum Beispiel, da sieht man ja Fähigkeitsstärke, die von den Fähigkeiten selber ausgeht, die von der Macht gespeist werden. Das heißt, umso mehr Macht ihr habt, umso mehr Fähigkeitsschaden scheint ihr zu machen. Da es ja keinerlei Karten gibt, wo jetzt steht, Fähigkeitsschaden erhöht. Das ist alles Macht. Was ich jetzt aber hier hingehend nicht verstehe, ist, hier haben wir einmal die Standardrüstung und einmal die Fähigkeitsrüstung. Woran sieht man denn jetzt, da hier alles mit Macht versetzt ist, was denn welche Karte gibt? Wir schauen mal hier unten lang. Wir haben hier Macht, Fähigkeitsdurchdringung, Standarddurchdringung, Angriffsgeschwindigkeit, kritischer Trefferbonus, kritische Trefferchance, Rüstung, Rüstung, Lebensraub, Lebensregeneration, Leben, Mana-Regeneration. Tatsächlich gibt es nur noch Macht. Macht könnte für Iggy und Scourge nützlich sein, Macht ist vielleicht enthalten. Tatsächlich. Das heißt, ihr müsst jetzt genauestens aufpassen, welcher Gegner was tut. Denn, jetzt habe ich es auch verstanden, die Fähigkeitsstärke zum Beispiel beim Iggy, er hat jetzt Standardangriff, dieser ist allerdings nur bei 3, das heißt, er ist fast unbedeutend. Er hat aber eine sehr hohe Fähigkeitsstärke, gegen die ihr Rüstung benötigt. Bei Twinblast ist das genau andersrum. Sein Standardangriff macht unglaublichen Damage und seine Fähigkeitsstärke ist zu vernachlässigen. Das heißt, gegen ADCs ist ab sofort die Standardrüstung sehr nützlich, da die zum Beispiel Murdoch ja mit seinem Standardschuss sehr viel Damage macht.
Und bei anderen, wie bei Iggy, bei Castern und Co., ist die Fähigkeitsstärke zu beachten. Das heißt, ihr müsst Fähigkeitsrüstung nehmen. So wird ein Schuh draus. Und nach 10 Minuten, wo wir es dann endlich begriffen haben, wie das ganze Ding funktioniert, hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben, denn beim nächsten Mal gibt es das Gameplay, wo wir auf die ganzen Updates und Änderungen eingehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare.